Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, es ist soweit. Hannes ist am Start. Moin. Da ist das Muttertier, das seht ihr aber nicht, die ist außerhalb des Bildes. Die hat mir gerade dieses Feuerzeug Moin. Zugesteckt, weil ich ja gar nichts anderes dabei habe. Ja, man kann dich hören, aber man darf dich nicht sehen. Sonst wirst du auf Arbeit wieder gemobbt von deinen Kollegen, die sagen, macht ihr Sohn YouTube, der ist ja richtig gut drauf. Da können sie doch stolz drauf sein. Und dann gönnt er irgendwo hin und alles sehen. So. Wir haben gerade Level Up getestet, alle drei Sorten. Level Up, das Nuke, dann Level Up, das Galaxy und Level Up, das Shiny Dragon. Was soll ich euch sagen, es war die Katastrophe. Dem Muttertier hat es nicht geschmeckt, mir hat es nicht geschmeckt, Hannes hat es nicht geschmeckt. Das war noch schlimmer als Gönnergy, da würde ich lieber nochmal Gönnergy saufen, statt Level Up aus den Dosen, das war so abartig. Als ich das aber im Laden gesehen habe, kam mir die Idee, nimm das mal mit, testet das und mach eine Level Up Mars. Tja. Das ist der Namensgeber, Level Up, und ihr wisst, wenn wir Mars-Krüge nehmen und Mars-Getränke kreieren, wir nehmen immer drei Komponenten. Danke an iScorp Jens für das Sponsoren der Mars-Krüge. Wieder mal, ohne dich könnten wir gar keine Mars kreieren. Der Karton, ich weiß nicht, was diesmal passiert ist. Der Karton sieht ziemlich verknittert aus. Da muss man sich nochmal beschweren bei Hermes oder wo das immer kommt, ne? Was die damit machen. Ansonsten wichtig, unsere Mars-Krüge. Drei Komponenten Mars heißt als Grundlage immer ein Bier. Das ist noch Bier vom Geburtstag. Wer die Sorte errät, verdammt, der Hannes hat das Etikett gezeigt. Wer die Sorte errät, der kann was gewinnen. Ne? Oder auch nicht. Grüße gehen raus an Mark, wenn du das siehst. Drei Komponenten Maß, Grundlage Bier. Dann der Namensgeber, der nicht alkoholisch ist, immer in die Mitte, was jetzt Level Up ist. Und oben noch ein Topping, da haben wir uns hier für das entschieden. Das ist ein Jagdfürst Kräuterlikör. Einfach weil der halt so fetzig mit seinem roten Deckel da reinpasst in diese bunten Level-Up-Farben. So, wir wollten das ja trotzdem mit dem Fläschchen aufmachen, denn erstmal füllen wir das Bier ein. Da kann man mit der Flasche einfach das Bier nehmen und das so aufmachen. Hannes, du hast ja gut mitgemacht. Hannes hat jetzt erstmal... Ja, ich probier's. Das Ganze. Na, meinst du, nettes Guide? Man muss so immer nur einen Hebel. Fertig, jetzt sieht, das ist... Das ist used look, das passt perfekt. Nein! Jetzt wird das stinkende Geburtstagsbier eingefüllt in dieser Drei-Komponenten-Maß aus Bier, was nicht alkoholischem und einem Topping. Merkt's euch, Bier, was nicht alkoholisches und ein Topping. Das ist eine Mars-Kreation, wie es im Buche steht. Wir haben alle Mars-Dinger, die es so gibt im Internet, die wir gefunden haben, ja schon durch. Deswegen müssen wir uns jetzt halt an unsere eigenen Dinger heften. Wir fangen mal, wie wir vorhin, fangen wir an mit dem Shiny Dragon. Jetzt müssen wir aber genau aufpassen, wie man das macht mit dem Einfüllen, weil... Ja, das schäumt jetzt schön. Bis wohin geht man denn? Wir waren jetzt hier. Der Schaum wird blau. So, Wasser. Das Bier verändert auf jeden Fall seine Farbe, das ist schon mal gut. Den Rest kann das Muttertier trinken, da freue ich mich ja total. Das war schön gold, gelb-gold gehalten. Jetzt sieht es halt aus wie eine Hulk-Maß, eine Klerasil-Maß schon wieder. Dabei haben wir das Grüne noch gar nicht drin. Nehmen wir mal das leicht zart rosane drauf, nämlich das Galaxy. Guck doch, wie schnell das verdampft, sozusagen. Es verdampft einfach nur. Kann sie mal rumdrehen, mal so zeigen, wenn man das einfüllt. Was da für Explosionen im Gange sind. So, das ist fast identisch. Das ist sehr schön. Jetzt müssen wir euch wieder hinstellen. Und jetzt müssen wir, jetzt hat man das Muttertier gesehen. Verdammt. Jetzt nehmen wir das Grüne, das Nuke, machen das Nuke noch drauf. Was ja die beste Farbe an sich hatte. Jetzt können wir es natürlich bis über den Ring füllen. Einfach über den Ring. Wenn ihr die Tests so sehen wollt von den Dingern, dann müsst ihr euch das Video davor angucken. Ich versuche die dann an zwei verschiedenen Tagen nacheinander rauszuhauen, dass man erst den Level-Up-Test sieht
und dann den. Wie viel ist denn da jetzt drin? So, so, so. Ich glaube, vom ersten haben wir am meisten eingefüllt. Hannes, haben Sie wieder mal falsch gemacht. Ach. Dann nehmen wir mal deinen Yachtfürst. Denn nach Blau, Lila und Grün kommt jetzt was Rotes, was immer noch hier in Plastikflaschen ist, was ich sehr cool finde. Und dann füllst du mal ein deinen super genialen. Jetzt sehe ich wieder nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Schön drauf, verteilt, ne? Guckt euch das an, wie das hier. Na, so rot unten ist der gar nicht, er ist eher braun, oder? Ja, der Deckel ist nur rot. Ach so. So, bei mir wird nichts hin und her gekreiselt, da kommt es einfach so. Jetzt sieht es schon wieder aus wie ein normales Moos. Was man sich so. Jetzt sieht es wieder schön goldig aus. Wunderbar. Hier die drei Level-Ups, die so im Kotzen sind, die kann man eigentlich wegschmeißen. Das ist die Level-Up-Maß. So, man muss nämlich jeden Influenza-Scheiß nehmen und da reinprügeln und dann passt es. Und warum rede ich so? Weil die Bayern auch immer so reden. Regler. Der Bavaria-Blogger, als ich da geguckt habe, das waren ja gefühlt zwei 10-Jährige, die da gesessen haben und das gemacht haben, ja. Was die für Aussprache hatten und wie die sie geredet haben, da zieht es mir die Schuhe aus. So. Ja, das ist Niederbayern. Deswegen ein bisschen asozial muss das hier schon sein, damit das hier zum Hannes seiner Nationalität passt. So, das riecht irgendwie eklig. Danke. Na, was riecht denn? Da kommt ein süßer Duft mit Chemie und wieder Brausetablette um die Ecke. Und dann, du willst riechen, oder nimm mal einen Hieb, Junge. Genau, die Mama. Halt's bloß fest. Willst du mal probieren, ja, das, als Erste? Das riecht nach Bier. Komm, und nimm mal einen Schluck. So, ja. Und komm, ja, die Zuschauer sind gespannt. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen. Ich will nur, dass das Video schnell vorbei ist. Hm? Schmeckt's? Ach, so dritt schmecken die aber gut. Auf jeden Fall, das Gesamtbedingt ist viel besser als jedes einzelne. Weil der Alkohol drin ist und da nett. Das ist nämlich die Weisheiten vom Muttertier. Merkt euch, mit Alkohol ist alles besser, sagt die immer. Schon Mase. Seit der Kindheit. Nee, glaubt nicht immer alles, was im Internet erzählt wird. Hannes, dann Prost, ja, dann nimm mal einen Schluck. Prost. Denk dran, nicht so viel, wir müssen noch einen Schlinking suchen. Ich dachte, den Yachtfürst, den schmeckt man mehr raus, weil der oben drauf liegt, aber er ist ja runtergesackt, hat sich jetzt wieder im Glas verteilt. 35% voll, 95 Emmel, ne? Yachtfürst, guckt euch doch mal das schöne Bild an hier mit den Hirschen drauf und so. Das ist toll. Das eine hat man ja letztens gehabt. Schön, das war auch wie so ein Kräuter, da waren auch so Rentiere drauf im Winter und so. Und das war schön, das ist auch cool. Also irgendwie locken die dich immer an mit süßen Tieren und füllen dich dann ab. Schmeckt's? Naja, so ganz Ding. Ach ja, da dreht's gerne gleich echt einen Magen 5 rum am Schluss. Ich muss ehrlich sagen, ich schmecke gar keinen Unterschied zwischen, wenn ich jetzt das Level Up normal trinke oder wenn ich es jetzt trinke mit Bier gemischt und mit Dings, weil ich habe trotzdem diesen extrem Süßmittel. Ja, süß ist es schon, ja. Allergischen Reaktionskribbeln und das Süßungsmittel. Also das ist irgendwie sehr unangenehm immer noch. Das ist wirklich sehr, sehr. Ich meine, ein, zwei Schluck kann man schon mal trinken, ne? Aber natürlich, ich kenne ganze Maß. Das wäre dann so ein bisschen heftig. Wenn man sich richtig drauf konzentriert, merkst du trotzdem die Biernote. Ja, erstmal so. Und dass im Nachhinein so verschiedene Fruchtaromen auftreten von den einzelnen Level-Up-Getränken und der Jagdbitter geht irgendwie total unter. Mhm. Ist aber nicht schlimm, weil der versteckt sich da drin und haut euch um von hinten. Also so hinterrücks kommt er dann um die Ecke. Hinterfutzig. So, dann würde ich sagen, das war die Level-Up-Maß zum Testen. Ihr dürft nämlich nicht sehen, wie wir die trinken. Wir haben ja heute noch Sachen zu tun. Seid ihr Level-Up-Fans, schreibt es mal rein. Habt ihr Ideen für Maß-Kreation, Maß-Getränke, dann schreibt es auch mal rein. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kommt nochmal. Pfürzeich. So. Pfürzeich. Wir haben nämlich noch gar kein Thumbnail bei dem Ding. Eigentlich müsste man bei jeder Maß ja ein Thumbnail haben, wo man anstößt, dass das gut aussieht. Wo man mit den Biergläsern da sitzt. Genau, genau. So passt es. Das ist der Nähe.